Ich kann ja zum Beispiel mit den Sicherheitsplugins, die ich habe, nachgucken, wer was wann zerstört hat. Diese Blumen, die sind teilweise, wenn man da so nah dran ist, die passen absolut gar nicht in die Welt teilweise, finde ich, ne? Warum? Weil die so anders aussehen von der Textur her, wenn du so nah dran bist. Die sehen schon relativ echt aus. Ja, ich fand das halt, diese Leuchtkraft so klasse. Nee, das stimmt, das ist geil, ja. Das ist geil. Aber wenn du jetzt hier zum Beispiel dran stehst, die sieht einfach fast schon zu echt aus für Minecraft. Es gibt ja auch hier diese Mod, wenn du Steine abbaust, dass der Stein nicht einfach wie so ein Block plupp macht, sondern dass ganz viele kleine Partikel hin und her fliegen. Okay, kenn ich gar Aber, oder auch wenn du Erde abbaust, hier, wenn du buddelst, dann fliegt richtig die Erde nach oben. Aber da könnte ich mich nicht drauf einlassen. Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen too much. Ja. Und so das hier auf so einem Server mit RPG, das ist halt auch ungewohnt, ne, wenn man es halt nicht kennt, dass man halt ein Buch öffnet und dann irgendwo Fertigkeitspunkte eingibt oder sowas. Es ist halt sehr ungewohnt. Ja. Aber Aber wenn man deswegen es. sage ich ja, das ist halt nichts mehr mit Minecraft zu tun in dem Sinne, nur noch das, die Oberfläche ist Genau. davon. Aber wenn man es ab und zu macht, ich denke mal, da kann man sich gut drauf einlassen dann. Und dann geht das auch. Ja, man muss es auch nur zulassen, das Einlassen. Genau. Es gibt Das. halt manche, die versperren sich direkt komplett dagegen, die fangen das dann an und reden es miesepetrig. Ja, die sagen denn, oh, Scheiße, es musste so hin und her. Ja, weil sie es halt nicht kennen, ne, von Minecraft. Man sollte es ausblenden, dass es quasi Minecraft ist. Muss halt einblenden, dass es eigentlich ein RPG ist. Das Lustige, mir ist halt zuletzt aufgefallen, wo ich wieder alte RPGs gespielt habe, dass diese alten RPGs von Anfang der 2000er dem RPG hier relativ ähnlich sind. Ja. Habe ich vielleicht unterbewusst gemacht oder so, keine Ahnung. Aber das ist so, wie die RPGs früher teilweise waren. Aber beim Bauen hat dir keiner geholfen. Doch, doch. Bauen ist das Einzige, was ich ja nicht kann, außer das Nachbauen von Sachen. Also in dem Fall die Winterfeste, die ich dir vorhin gezeigt habe. Und Höhlen und Ruinen, also Sachen, wo man erkunden muss, das kann ich auch bauen. Aber so eine Stadt kriege ich nicht hin. Es gibt insgesamt vier Dörfer bzw. Städte, die ich hier komplett selber gebaut habe. Die Ja. anderen 14, 15 Stück wurden von anderen Spielern gebaut, die hier gespielt haben. Aber die sind nicht mehr da jetzt. Nee, schon lange nicht mehr. Also ein Spieler ist noch da, der hin und wieder was gebaut hat. Also Du kleinere hattest Sachen. ja gesagt, dass eigentlich jeden Tag jemand drauf ist, ne? Also du auf jeden Ja, Fall. ich auf jeden Fall. Und der Burritos, der jetzt auch gerade da AFK ist, der ist auch eigentlich fast immer da. Der ist schon seit 5 Jahren bei mir. Siehst du, wenn du Tab drückst, siehst du den. Und der macht dann auch immer Quests und sowas. Ja, der hat schon irgendwas um die 300 Stück gemacht oder so. Er hat auch schon alle 4 Klassen komplett auf Max-Level gebracht. Wie viel passen drauf hier? 32 derzeit. Aber ich kann meinen Hoster jederzeit anschreiben, dass er das erhöht. Apropos Host und Server, ne? Das muss jetzt auch angehen. Ach so, wegen Ja, deinem das sollte Server. schon am 1. Februar wollte ich das schon haben. Ja. Ja. Ja, ich warte nur auf, dass du dich meldest. Ja, nee, wir machen das auf jeden Fall jetzt. Also bevor wir auf jeden Fall beim nächsten Mal hier wieder reingehen, machen wir das noch. Dass der auch denn läuft. Aber ich werde So, denn wohl ja. doch Kopfphantom TV nehmen. Mika, hallo. Hi. Ja, nee, das ist, also wie gesagt, in 2 Wochen oder so schreiben wir dann vorher mal und dann gehen wir drauf. Und vielleicht Hm, finden wir meinst du ja jetzt noch einen. wegen dem Dingens-Server oder meinst du jetzt hier wegen Hier erstmal Minecraft? auf jeden Fall. Ja. Aber vorher dann noch auf jeden Fall das mit dem anderen Server für Twitch. Dass das läuft, dass er mir das ja nochmal erklärt, wie das genau abläuft, damit es halt auch wirklich automatisiert ist. Und es macht halt keinen Sinn, dass ich den Stream dann jeden Tag per Hand starten muss und jeden Abend um 18 Uhr dann wieder per Hand. Ja, muss schon Automatismus rein. Das macht ja keinen Sinn, dann brauchst du es ja nicht. Guck mal, jetzt ist Mika da und du wolltest jetzt aufhören. Ja, die Mika, die kommt nächstes Mal dann auch mit drauf. Dann musst du das nochmal alles neu machen mit der. Oder vorher am besten. Ja.
auf dem Stand bringen, wie wir jetzt sind. Also Mika, ne, wenn du Bock hast. Kein Minecraft. Was? Wolltest du nicht? Nee, wer war denn das? Das war, glaube ich, Gina. Gina wollte auf irgendein. Aber ist ja kein Minecraft. Ist ja, so gesehen ist es kein Minecraft. Ne. Es ist ein RPG. Es sieht nur aus wie Minecraft. Es ist ein RPG aufgebaut in Minecraft. Komm, du spielst Hogwarts Legacy. Das ist das gleiche, nur in anders. Genau. Also du musst hier nicht bauen, Mika, oder so. Du musst hier Aufgaben erledigen. Und Zauber wirken. Mhm. Ja, gegen den Pixelkram kannst du ja was tun. Wie gesagt, mein Texture Pack ist ja relativ gut auflösend. Wenn du dann noch den Shader dazu nimmst, sieht das noch geiler aus. Aber ich finde auch, so Texture Packs müssen gut auflösend sein. Das macht keinen. Sag mal, bist du mir gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen? Nö. Die ganze Zeit in den Häusern unterwegs und so loote die Truhen. Ach so. Loot. Warum? Gold. Oh. Ja, guck mal, du siehst da gerade die Kerze auf dem Tisch. Warum bin ich tot? Oh. Weil der dich da oben gehauen hat. Du hast nicht gelesen. Was? Ich bin abgehauen. Komm mal mit, ich zeig dir was. Für okay. die nicht lesen. Da haut er mir voll einen auf die Glocke. Lies das Schild. Achtung. Okay. Das ist eine Diebesgildenquest zum Beispiel. Da musst du dich an dem vorbeischleichen, zu dem Ort, wo das gesuchte Stück ist. Und es klauen, ohne dass er dich bemerkt. Ah. Du solltest da rauskommen. Was? Er ist draußen. Nee, doch nicht. Gern hochgeguckt, aber egal. Ja, das steht bei drei Häusern in der Stadt, steht das außen dran. Ich muss öfter lesen. Guck mal, zumindest haben wir einen vielleicht von Mika bekommen. Immerhin, aber ich glaube, die Gina wollte. Die Gina wollte, ich glaube, die Kira auch, aber die Kira hat ja vorhin gesagt, man muss studiert haben. Eigentlich ist es, wenn man sich kurz mal drauf einlässt, ist es gar nicht so schwer. Ich habe es wirklich so einfach versucht wie möglich mit den ganzen Erklärungen. Man muss es halt lesen. Ich werde, denke ich mal, bestimmt noch das eine oder andere mal fragen, aber mittlerweile geht's schon. Ja. Ach, übrigens, bevor ihr abhaut oder so, in eurem Rollenspielmenü gibt es eine tägliche Belohnung, die ihr abholen könnt. Ja. Ja. Unten links in der Ecke war die, glaube ich. Zeitliche Belohnung. Aber solltest du machen, wenn du dein Inventar Platz frei hast. Denke Belohnung. Wenn du nämlich keinen Platz hast, dann verpufft es. Wöchentliche und monatliche geht auch schon, oder? Ja, die gehen auch schon. Aber nur wenn du das Inventar frei hast. Da ist der Rucksack. Leiste oder Inventar? Inventar. Du bekommst einiges. Ja. Also ihr solltet ans Lagerhaus gehen, weil ihr bekommt auch Handwerksmaterial und Heilsachen und Rüstungen. Gut, ich packe das erstmal so jetzt hier rein, dass ich das nehmen kann. Oh, danke. Oha, okay, ja, ich sollte es im Lager ausgehen. Also das höre ich selten, Mika. Die meisten beschweren sich immer. Nö, ich finde aber auch. Warte. Jetzt, ich war gerade kurz raus. Okay. Es ist gerade kurz einmal runtergefahren, mein Kopf. Tägliche Belohnung. Tag 1. Oha, Alter, ey, Junge. Junge, du, da kannst du aber. Musst du aber. Kannst du aber wissen. Angenehme Stimme, okay, das habe ich auch noch nie gehört. Ich empfinde meine Stimme eher als monoton. Level Aufstieg, du bist jetzt Level 6. Mal sehen. Hase. Arsen ist Gift. Hase? Hase ist das Göttergeschlecht, dem Tor angehört. Ja, ich weiß ich doch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Gott, Alter, was musst du jetzt aufmachen? Genau, du kannst jetzt Ansutz skillen. Nee, du musst erst Ansutz. Ach ja, Das ist der Knotenpunkt. Okay. Gut. Das hält deinen Gegner fest und gibt dir ein Schutzschild. Kurzzeitig. Oh, nee, nicht das. So, das und hier. Hier, bitte. Alles mit den Attributen und Skills hast du ja schon mal raus. Mhm.
Das ist so das Wichtigste. Das habe ich so ein. Machen wir den mal. Mit Sinn für Betonung. Der gute Biss. Sie schmeicheln mir, Ma'am. Er wird rot. Na, wäre nicht verkehrt, dann wäre ich wieder gesund. Lobe ihn gesund, Mika. Nein. Das Kiste mit Eisenringen kann ich nicht auspacken. Okay. Nee, das ist ein Handwerksmaterial. Das brauchen theoretisch nur die Schwarzalben. Weil da sind halt Eisenringe drin, mit denen man Kettenrüstung baut. Mhm. Eine Rüstungsscheiße habe ich natürlich. Also streng genommen bringt dir die Kamotten nichts. Krieg, die ich nicht brauche. Ja, ist halt random, das ist halt Würfelglück. Ich hab Angst, dass der mich verprügeln will. Oh, Bell, du hast eine schöne Klangfarbe. Dann hat sich das Singen im Auto ja gelohnt. Bell, hast du schon mal überlegt, eine Singkarriere zu starten bei DSDS? Nicht bei DSDS. Ich singe gerne im Auto. Auf der Arbeit. Dann film nicht mal. Also, aber Metal-Songs. Ah die, ja. Also nicht, wo sie am Growlen sind oder so, sondern wo dann dunkle, tiefe Männerstimmen kommen. Ah. Weil mein Erzeuger war Tenor und ich glaube, der ist das irgendwie rübergeschwappt zu mir. Das kann durchaus möglich sein, ja. Wir waren so in so einem großen Chor bei uns in der Stadt. Mehrere Jahrzehnte. Mit Lordi-Song. Bei Voice. Ja, es gibt ein paar Lordi-Songs, die ich gerne singe. Wir machen einfach eine eigene Casting-Show. Hier auf dem Kanal. Das macht doch Knossi immer, oder? Irgendeiner macht das immer. Ja, echt? Aber Flo, wenn du die ganze Zeit so rumläufst, ne, du kannst in jedes Haus rein, ne? Abgesehen, wo die Schilder drüber hängen. Ja. Mann. Also ich habe ja jetzt, ich bin ja gerade am was klären. Ich möchte ja dieses Jahr ganz gerne nochmal was machen. Mit anderen Streamern zusammen. Also maximal 8 Streamer. Und maximal 7 Tage. Hm? Stream. Hier, Minecraft oder allgemein? Ja, nee, allgemein, ne? Das, worauf die Streamer denn halt Bock haben, ne? Also ich hätte da was im Petto, ne? Ich habe ja, ne? Hab ich. Was denn? Kennt ihr, jetzt nochmal... Wie heißt der Film? Maze Runners? Nee, kenne ich nicht. Gehört ja, aber nicht geguckt. Ja, gucken mal. Der ist recht gut. Zumindest der erste Teil. Der zweite und dritte sind irrelevant, aber der erste ist gut. Ist das hier eigentlich Wolle? Ja, das ist Wolle. Das ist Wolle, ja. Da geht es ja darum, dass die in der Mitte eine Survival Zone haben und dann durch das Labyrinth nach draußen müssen. Mhm. Und die sind halt schon seit Monaten da. Und die erkunden das Labyrinth Stück für Stück. Und in jeder Nacht kommen da sogenannte Creeper. Ja, ich weiß, gibt es Parallelen, aber die sehen anders aus. Oder Griefer heißen die da, genau. Also ich will streamen mit anderen Streamern und nicht ein Spiel spielen mit denen. Ja, 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 schon klar. Alle in einen Raum und dann jeder das, worauf er Bock hat. Mit einer Glocke, die unregelmäßig läutet und alle 8 Streamer müssen dann den PC wechseln. Hä? Maximale Verwirrung. Also wenn die Glocke läutet, dann sitze ich nicht mehr an meinem PC, sondern sitze bei jemand anderem am PC und streame mit dem Account. Das ist quasi so eine Stream-Alarm-Party. Aber dann nur so für 20, 30 Minuten und dann wechselt man wieder auf seinen PC, ne? Und dann halt noch Interviews, wie man halt zum Stream gekommen ist und sowas. Ach sowas, ich dachte, ich wollte jetzt richtig spielen. Nö, nee, das auch, aber halt auch so... Und beim Pen halt auch Film und sowas, ne? Und die Streamer, die halt mitmachen, die können natürlich auch ihre Ideen einbringen. Problem ist nur, man muss gucken, wo man es macht, damit man halt auch vernünftiges Internet dort hat, ne? Ja, und so, dass alle relativ zentral irgendwo hinkommen. Genau, man sitzt halt denn nicht hier bei jemandem zu Hause, man muss es irgendwie schon im Dorfgemeinschaftshaus beispielsweise machen. Nur das muss halt mit dem Internet passen. Naja, und 2 Streamer wären auf jeden Fall dabei, die kommen auch nicht von hier, die würden dann halt herkommen für die Woche.
Man opfert halt seinen Urlaub, ne? Die müssen dann halt ihren Wochenurlaub dafür opfern. Wer hat in Deutschland nur eine Woche Urlaub? Naja, ich sage jetzt mal so, knapp eine Woche vielleicht, ne? Oh, was haben wir denn hier? Blut. Ja, gut, ich würde mich erstmal von YouTube verabschieden. YouTube, ich habe es oft eingeblendet. Geht gerne mal drauf, macht aber keine Scheiße, ansonsten kommt der Hammer. Und wenn ihr drauf wart, dann lasst gerne mal was da. Ich hoffe, dass sich vielleicht ein oder zwei Leute finden, die draufgehen. Oder vielleicht einer, der regelmäßig drauf bleibt. Das wäre schon schön, weil das sollte schon belohnt werden, die Arbeit hier. Und ich finde, es sollten auch schon ein paar mehr sehen. Und ja, ich habe jetzt nicht so die Reichweite bei YouTube, aber mittlerweile haben die Minecraft-Videos auch ihre, ich muss was essen, ihre 200 Aufrufe. Vielleicht findet man ja einen kleinen Witzbold, der Bock hat. So, ich esse noch was. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ab und zu kommt jetzt dann mal auch sowas hier. Neben den normalen Minecraft-Folgen natürlich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, der Battle, der muss nicht Tschüss sagen. Ich kann auch Tschüss sagen. Tschüss.